Guten Abend zu unserem 21. Hallo. Abend im Computermuseum. Wir mussten heute wollten wir Prom und Prommer zeigen, da der Betriebs- und Chefelektriker heute unabkömmlich ist, werden wir das mit den Prommern ein bisschen neben der Reihe zeigen und werden uns auf die Roms insgesamt konzentrieren und werden auch ein bisschen Begriffsklärung machen zu ROM, REM und EPROM und so weiter. Ja, dann fange ich jetzt gleich an. Das älteste ROM, was so ungefähr bekannt ist, das sind die Lochkarten vom Joseph-Marie Jacquard, der Vorgänger hatte Basile Bouchon und Jean-Baptiste Falcon im frühen 18. Jahrhundert, Jacques de Vaucanson. Man hat damit Gewebe gesteuert, Webstühle. Joseph-Marie Jacquard war der Erste, der einen Webstuhl gebaut hat, der mit einer reinen Drehbewegung betrieben werden konnte und der dann automatisch über Pferdegöpel angetrieben werden konnte. Die Jacquard-Webstühle, das ist ein sehr altes Verfahren, was aber immer heute noch in Anwendung ist. Es gibt weiterhin Jacquard-Webstühle und hier bei uns im Makerspace im Universum, da gibt es solche mechanischen, also programmierbaren Webstühle. Da habe ich mir eins von diesen Programmen ausgeliehen. Das sind Holzstäbchen, wo ich Bits setzen kann und habe das mal fotografiert. Das ist genau dieses Holzteil. Da wird also für jeden Schuss, den der Webstuhl macht, entweder eine solche Lochkarte durch den Webstuhl durchgezogen oder eins von diesen Hölzchen. Mit den Stöpseln ist es dann also möglich, die Bilder zu ändern. Und man sieht hier, was da gewebt wird. Hier sind diese Herzchen reinprogrammiert. Andere Beispiele für Jacquard-Gewebe, früher hatte die Universität Stuttgart noch einen gewissen Stolz, das ist also auch Jacquard-Gewebe, Handtücher, die schon sehr alt sind, die man an der Fadenscheinigkeit erkennen kann, die wurden auch als Jacquard-Gewebe gemacht. Wenn man bei Tschibo mit offenen Augen durch die Gruschtabteilung geht, dann sieht man solche Dinge. Das heißt also, der Witz beim Jacquard-Gewebe ist, dass man eigentlich Bilder weben kann und nicht nur geometrische Muster, also so der Anfang digitaler Bildbearbeitung. Wer das dann auch ausgenutzt hat, diese Art, das waren die Musikleute. Man hat nämlich zunächst mal hatte man solche Walzenmusikinstrumente. So eine Walze hat den Nachteil, nach einer Umdrehung ist die Sache rum, dann geht das Musikstück wieder von vorne los. Was denn die Musikinstrumentenbauer natürlich ausgenutzt hatten, als es die Lochkarten gegeben haben. Sie hatten nicht die Musikstücke auf einer Walze gespeichert, sondern sie haben da solche Pappbänder gemacht, benutzt. Das nannten sie ein Notenbuch. Die waren aneinander geklebt, während die Jacquard-Karten aneinander genäht waren. Da konnte man dann auch zunächst mal längere Musikstücke spielen. Das ist, was es dann auch noch gab, das waren die Lochstreifen, das kam aus der Telegrafentechnik. Die Lochkarten, die kamen zunächst von den Webstühlen und die wurden aber dann von Hermann Hollerith adaptiert für sein statistisches System. Und ich gehe jetzt zum nächsten Tisch über und zeige IBM bzw. Hollerith Lochkarten, die man ab Ende des 19. Jahrhunderts, 1888, 1890 verwendet hat. Solche Lochkarten wurden zunächst rein für statistische Zwecke verwendet. Man hat da Merkmale drauf abgelocht. Also das waren ja die 11. amerikanische Volkszählung, wo Hermann Hollerith
dieses System zum ersten Mal in großen Umfang angewandt hatte. Er hatte davor 1888 einen Vorlauf mit einer medizinischen Statistik, aber 1890 bei der 11. amerikanischen Volkszählung wurde das in großen Umfang angewandt und man hat damit die 70 Millionen Einwohner der USA in einem Jahr auszählen können. Hollerith hat sich danach selbstständig gemacht, ist mit seiner Firma, die ab 1924 dann International Business Machines Company IBM hieß, um die Welt gezogen, hat beispielsweise im Königreich Württemberg im Jahr 1911 auch eine Volkszählung veranstaltet. Die Karten, die damals verwendet wurden, die Entwürfe sind im Staatsarchiv in Ludwigsburg zu sehen und so eine Lochkarte ist in dieser Form organisiert. Die Firma IBM hat dieses vorhandene Lochkartensystem verwendet, um dann zunächst Fortran-Programme, als es daran ging, Computer zu bauen, die programmiert werden mussten. Da hat man solche Fortran-Programme auf den Karten abgelocht. Die Sprache Fortran, Fortran 2, Fortran 4, war sehr stark an den Lochkarten orientiert. Das ist ein starres Format. Man hat 80 Spalten. Diese 80 Spalten, die hat man bis heute in jedem modernen Rechner. Wenn ich unter Linux oder Windows ein Textterminal aufmache, dann hat auch dieses Textterminal 80 Spalten oder 80 Zeilen. Man kriegt also auf jeder dieser Lochkarten genau eine Programmzeile unter. Neulich hat sich dann das Bosch-Archiv bei uns gemeldet und hat gesagt, sie hätten da ein komisches Gerät gefunden, von dem sie nicht wüssten, wozu es gut ist, ob wir das wissen. Das ist dieses Gerät, Label IBM, und das ist natürlich vollkommen klar, was das ist. Ich kann damit mit dieser Lochkartenlehre, mit einem Nonius, das könnte heute niemand mehr ablesen. Nonius ist eine Unterteilung einer Skala. Da kann ich jetzt also zum Beispiel ablesen, dass ich hier knapp 100 Lochkarten habe. Diese Lochkarten wurden zunächst mit Handlochern programmiert. Ich habe hier so etwas. Eine moderne Ausführung dieser Art. Ich ziehe den hier auf und kann jetzt hier lochen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wenn ich jetzt hier die Karte rausnehme, ich will gleich noch was zeigen, dann sehe ich, dass ich hier diese, ich habe jetzt die Ziffern von 1 bis 9 gelocht, dann sieht man, dass, was da gelocht wurde. Und man erkennt an dieser Maschine, an diesem Handlocher auch, woher IBM ihren Buchstabencode hatten. Nämlich die Buchstaben beim EBCDIC-Code sind in einer Matrix angeordnet. Und wenn ich den Buchstaben A lochen will mit so einer in dem IBM-Lochkartencode, dann muss ich die Nummernspalte 1 und die Überlochung 12 gleichzeitig drücken. Jetzt habe ich hier ein A gelocht. Und wenn ich ein Z lochen will, dann muss ich 0 und 9 gleichzeitig lochen. Das ist auf die Weise ist der EBCDIC-Code entstanden, den die Firma IBM nach wie vor benutzt. Das sind, wird man jetzt nicht unbedingt als ROM ansehen, aber im Prinzip kann man die Lochkarte nur ein einziges Mal programmieren. Ich zeige aber, dass man solche Lochkarten durchaus auch als ROM benutzen kann. Ich zeige aber vorher noch ein ganz anderes ROM, wenn ich da die Schachtel aufkriege. Ups. Hilfe. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal gesehen hat. Das ist der Zeichengenerator eines IBM 29 Lochers. Wenn ich auf einer Lochkarte diese Löcher abloche, die ich jetzt gerade gezeigt habe, dann habe ich ja noch keine Beschriftung oben am oberen Rand der Lochkarte. Wie bei den
mit den Lochern abgelochten Lochkarten. Die Lochung unten, das ist ja das, was der Computer versteht, und das, was hier oben ist, das war lange Zeit nicht gelöst, das Problem, diese Beschriftung, und man hat das dann mit Hilfe einer solchen Codeplatte gelöst. Da sind die 64 Buchstaben, die dargestellt worden sind, in einer 8x8 Matrix aufgelöst, und die Platte fährt dann hin und her, und in dem Abstand, der technisch möglich ist, sind dann Stahlnadeln in dem Druckwerk, und dann drückt die Platte nach vorne und schiebt die Stahlnadel, die das Mosaik bilden, an das Papier, und dann wird damit der Buchstabe abgelocht. Das war am Anfang der 1960er Jahre, gab es keine Elektronik, die das ermöglicht hat, einen Matrixdrucker in so einen Lochkartenstanzer einzubauen, und das hat man damals rein mechanisch gelöst. Jetzt kommen wir von der Lochkarte, die viele Leute, die meisten kennen sie gar nicht mehr, die verwechseln auch Lochstreifen und Lochkarten heutzutage, da machen die gar keinen Unterschied mehr. Ich sage immer, das war wie früher, als man mit der Ente durch die Gegend gefahren ist. Die Benzfahrer, die haben zwischen Renault 4 und Entenfahrer keinen Unterschied gemacht, das waren alles Straßenwanzen, aber die Entenfahrer haben natürlich genau gewusst, warum sie Ente fahren und nicht Renault 4, und die Renault 4-Fahrer haben auch genau gewusst, warum sie Renault 4 fahren. Und das gleiche gilt für Lochkarten und Lochstreifen, das ist heutzutage vollkommen aufgelöst, der Unterschied. Und ich zeige jetzt die Verwendung einer Lochkarte tatsächlich als Read-Only-Memory in einem Rechner. Wenn die Hilfsmannschaft jetzt ganz langsam mit dem Wang 300 ums Eck kommt, dann können wir mal was zeigen. Wir haben hier einen Wang 300 Rechner, der einige interessante Eigenschaften hat. Er heißt nämlich Loki, Logarithmic Calculating Instrument. Weil er nämlich logarithmisch rechnet, wenn er multipliziert, berechnet er einen Logarithmus. Sie müssen hier noch ein bisschen hin und her stöpseln. Dann ist das hier ein, ja. Der ist an. Hier gibt es aber auch noch einen Einschalter. Prime. Der Rechner selber steht auf dem Boden. Das wäre im Prinzip eine Computertechnik der zweiten Generation. Die Maschine ist komplett mit Transistoren ausgerüstet hat einen Magnetkernspeicher. Und sie kann basismäßig zum Beispiel die Quadratwurzel berechnen, den Logarithmus. Und wenn ich jetzt mit der Maschine zum Beispiel eine Multiplikation durchführen will, gebe ich die 2 ein. Ich gebe die 27 ein. Sage Enter, und dann sieht man, dass er eine kurze Berechnung durchführt. Dann mache ich 36 und sage mal, und jetzt hat er mein Produkt, meine Standardmultiplikation 972 berechnet. Aber das Interessante ist eben tatsächlich, wenn ich sage 3, Enter, dass er rechnet, dass er so eine 2/10 Sekunden rechnet und dann die Zahl als Logarithmus intern speichert. Die Maschine kann jetzt also aufgrund der Hardwarebeschränkungen die Quadratwurzel quadrieren, sie kann den Logarithmus und die Exponentialfunktion machen. Wenn man aber jetzt mehr damit machen will, da hat die Firma Wang Lochkarten, das sind normale IBM-Lochkarten, sozusagen missbraucht. Und das ist jetzt ein echtes ROM, da sind feste Programme drauf abgelocht. Da gibt es eine Programmieranleitung, und man sieht das im Gegensatz zu den, wo sind mein Fortran-Programm? Bei dem Fortran-Programm, da sind nur verhältnismäßig, wo ist da ein dunkler Hintergrund, da sieht man das. Da sind nur wenige Löcher gelocht, und hinten ist es meistens frei, weil die Statements vorne stehen, hinten ist nichts. Man kann in der Zeile 73 bis 80 kann man noch die Karten durchnummerieren. Das ist dann der Fall für den Lochkartensortierer. Wenn der Lochkartenstapel auf den Boden fällt, kann man die durch den Sortierer jagen.
Bei dem Wang-Programm sieht man, dass das viel mehr Löcher sind, weil ich zwei Spuren a 6 Bits habe, die digital programmieren. Wenn ich die Karte in diesen Kartenleser reinlege, weiß ich, ob das die Kamera zeigen kann, da sieht man, dass im Prinzip für jedes der Löcher hier ein Kontakt ist, der auf eine Platine auf der anderen Seite drücken würde. Dreh das mal so. Das sind so Federn hier auf der Seite und auf der anderen Seite ist eine Platine. Und wenn ich jetzt die Karte da reinstecke, klappt den zu, dann sollte der Rechner in der Lage sein, mit diesen zwei Programmen den Sinus und den Cosinus zu berechnen. Ich setze die Maschine zurück, gebe 30 Grad ein, sage, suche das erste Programm. Und da sieht man, dass der ganz einiges zu tun hat. Und bringt jetzt den Cosinus von 30 Grad. Setze ich den Rechner wieder zurück, gebe wieder die 30 ein, sage Search und 2 und kriege jetzt den Sinus von 30 Grad. 0,5. Der ist jetzt gerade nicht angeschlossen. Als die Firma Hewlett-Packard im Jahre 1972 ihren HP35 auf den Markt brachte, da war das Entwicklungsziel, dass der den Sinus innerhalb von weniger als einer Sekunde berechnet. Da hat der Wang-Rechner hier mit seiner Lochkarte einiges zu tun. Jetzt rechne ich nochmal den Sinus 45 Grad. Das ist ja bekanntlich die der Kehrwert der Quadratwurzel von 2. Kann er das? Ne, das kann er nicht. Er kann nicht invertieren. Das ist also eine Mischform zwischen Lochkarte und dem, was man dann später ROM genannt hat. Jetzt muss ich kurz zu den Begriffen ROM. Moment, das Support-Team kann den WAN 300 wieder abräumen. Ja, schaltet ihn aus. Im Prinzip Stecker rausziehen reicht ja. Ich sage jetzt noch was zu den Worten REM, ROM und PROM. Die allerersten Computer hatten zu Beginn Laufzeitspeicher. Das waren entweder Magnettrommelspeicher, wie die Zuse Z22, wie unser LGP30 und wie beispielsweise, Moment, da muss ich aufpassen, dass ich da keine gewischt kriege, wie dieser russische Rechner, eine Iskra. Laufzeitspeicher haben einen Nachteil, also haben einen Vorteil, sie sind billig, ich kriege viele Informationen drunter, denn der Informationsgehalt hängt nur davon ab, wie lang der Draht ist, durch den ich im Prinzip Ultraschallimpulse durchschiebe. Ich kann also die Kapazität erhöhen, indem ich den Laufzeitspeicher länger mache, indem ich mehr Sektoren auf die Magnettrommel draufbringe. Sie haben aber einen ganz gewaltigen Nachteil. Ich komme nicht zu jeder Zeit an jedes Wort ran, sondern ich muss dann warten, bis das richtige Wort gerade in der Leseelektronik ist. Wenn die Kamera, die kann jetzt, können mal da etwas näher rankommen. Wir haben unsere Iskra aufgemacht und das ist der Speicher dieser Iskra. Das ist dieser Stahldraht mit einem Piezo-Schallgeber, da läuft dann die Schallwelle durch und kommt da hinten wieder raus. Das ist eine Einschränkung, die bei einem Tischrechner wie bei dieser Maschine nicht besonders gravierend ist. Probiere ich mal, ob sie rechnet. 36 mal 27, was kommt dabei raus? 972 natürlich. Das ist keine Einschränkung, weil die Zahlen durch das gemultiplexte Display immer durchlaufen und ich also das Problem der Wartezeit nicht habe. Aber wenn ich einen Computer habe, wie zum Beispiel die Z22 mit ihrer Magnettrommel oder
Der LGP30 mit seiner Magnettrommel, da habe ich immer das Problem, ich habe einen Befehl an der Zelle 100 und will dann aus der Zelle 98 den zugehörigen Operanden lesen, dann grob gesagt muss ich eben eine Trommelumdrehung warten, bis der passende Operand unter dem Lesekopf ist. Und das führte dazu, dass so ab Mitte der 50er Jahre man Speicher mit wahlfreiem Zugriff, Random Access Memory, heute noch als REM bekannt. Der Begriff ist aber natürlich eigentlich falsch, aber es haben sich Begriffe gehalten, zum Beispiel Funktechnik. Es seit 100 Jahren funkt keiner mehr mit Funken und Funkeninduktoren, wie es der Herr Marconi getan hat oder die Firma Telefunken. Aber diese Begriffe haben sich gehalten und die Random Access Memories, die sahen zunächst so aus. Das ist der Speicher aus einer Olympia-Rechenmaschine, die bis Anfang der 1970er Jahre so gebaut worden ist mit Germanium-Transistoren. Und das ist ja auch das Logo des Computermuseums, diese Magnetkerne. Core heißt ja der Apfelkern und am Anfang waren die Kerne verhältnismäßig groß und haben auch dadurch, dass es hier eine Ferritkeramik ist, haben sie auch diese braune Farbe und man sprach dann zunächst von einem Memory made of cores, was dann eben zu Core Memory und Kernspeicher geführt wurde. Und diese Kernspeicher, die haben wahlfreien Zugriff, also Random Access Memory waren das. Sie sind aber eben keine, sie haben eine andere Eigenschaft als das, was man heute als REM bezeichnet. Sie haben nämlich die Eigenschaft, dass sie ihre Information über das Ausschalten der Maschine beibehalten. Das ist das gleiche wie bei der Magnettrommel, den LGP30 beispielsweise. Wenn ich den ausschalte, muss ich ihn nicht booten, wenn ich wieder eingeschaltet habe, sondern wie bei einer Festplatte bleibt der Speicherinhalt erhalten. Theoretisch kann ich sogar an der gleichen Stelle weiterrechnen, wo ich die Maschine angehalten habe. Und das war bei diesen Magnetkernspeichern auch so. Die haben ihre Information gehalten. Mit dieser Technik war es möglich, einen Computer zu bauen, der über ein Switch-Register vorne am Frontpanel programmiert wurde. Also wer meine PDP-8-Sammlung kennt, der kennt das ja. Und es gab damals den Begriff des leeren Rechners. Also es gibt auch in den Telefunken-Manuals für den TR-440 gibt es ein Kapitel, der leere Rechner. Da war überhaupt gar nichts im Speicher drin des Rechners. Heute hat man immer ein Read-Only-Memory, ein elektronisches, in dem wenigstens ein Bootprogramm drin ist, was einen Plattensektor von der Platte lädt und dann ausführt, aber ein Kernspeicherrechner, der braucht sowas nicht, weil wenn ich da einmal den Binärlader oder das Betriebssystem im Speicher drinne habe, dann bleibt er drinne. Das hatte sogar zur Folge, dass die Firma IBM bei ihrer IBM 1620er Anlage überhaupt kein Rechenwerk vorgesehen hatte, sondern sie hatte einfach eine 1 und 1 Tabelle und eine 1 mal 1 Tabelle in so einem Magnetkernspeicher abgespeichert. Und wenn man rechnen wollte, hat man aus den zwei Summanden eine Adresse gebildet und hat an der entsprechenden Speicherstelle nachgeguckt, was das die Summe von 3 und 7 gewesen ist. Oder man hat nachgeguckt, was 5 mal 6 ist. Man hat sich darauf so verlassen, dass das immer in dieser, wie man es damals nannte, Sacred Area drinne geblieben ist, dass man gar nichts anderes vorgesehen hat. Das Ganze hat Implikationen für die Software der Rechner gehabt. Es war am Anfang üblich, zum Beispiel die Return-Adressen von Unterprogrammen in den Code reinzuschreiben. Also beim beim PDP-8 beispielsweise, eine Maschine, die mit Magnetkernspeicher entstanden ist, funktioniert ein Unterprogrammaufruf nicht so, dass man die Return-Adresse auf den Stack speichert, sondern man schreibt die Return-Adresse an die erste Adresse des Unterprogramms und der erste Befehl des Unterprogramms liegt dann eine Adresse weiter und man kann dann mit einem indirekten Sprung wieder aus dem Unterprogramm zurückkehren.
Das war auf der einen Seite zweckmäßig und auf der anderen Seite, was man heute einen Stack, als Stack-Mechanismus ansieht, hat einen Nachteil. Es funktioniert nämlich nur dann, wenn der Stack nicht voll ist. Wenn der Stack voll ist, dann bleibt der Rechner stecken und es geht nicht weiter. Und zu Zeiten, als ein Rechner einen Hauptspeicher von 4096 Worte oder 8000 Worte hatte und 4K Memory 1970 haben beispielsweise 10.000 Mark gekostet, das war ein besserer Mittelklassewagen, da konnte man sich so einen Stack finanziell nicht leisten und hatte dann eben diese Return-Adressen im Code drinnen. Und jetzt kamen 1970 die ersten elektronischen Lese-Schreibspeicher auf, die eben fälschlich, also die eigentlich keine, die fälschlicherweise als Random Access Memory bezeichnet wurden. IBM hat lange von ROS, Read-Only Storage, und RWS, Read-Write Storage gesprochen. Und diese elektronischen Schreiblesespeicher, die haben einen Nachteil, wenn der Rechner ausgeschaltet wird, ist die Information weg. Das heißt, ich kann nicht über Switch-Register irgendwie das Betriebssystem oder den Lader reingeben und mich darauf verlassen, das mache ich einmal im Jahr oder sonst irgendwann, sondern nach jedem Einschalten wäre das nötig gewesen. Und da war es dann notwendig, Read-Only-Memories zu bauen, die ihre Informationen immer behielten und die, in die ich natürlich keine Unterprogrammadresse wie beim PDP-8 eingeben kann. Diese Read-Only-Memories, die waren aber auch nicht gleich integrierte Schaltungen, sondern, Moment, dann muss ich den hier ausschalten, dass ich da keine gewischt kriege oder ausstecken. Ich dachte, das Support-Team hört zu und weiß, was der Chef hilft. Den können wir noch nicht. Diese Read-Only-Memories, die sahen zunächst mal dermaßen abenteuerlich aus. Es gab ja lange, bevor man das, was man heute so als Mikroprozessor bezeichnet, gab es ja schon Prozessoren und Rechner, die für den Anwender ziemlich unsichtbar waren. Beispielsweise, wo ist meine Toshiba-Rechenmaschine? Gab es Ende der 1960er Jahre solche Tischrechenmaschinen von der Firma Toshiba. 36 mal 27, wer hätte es gedacht, ist 972. Und das ist so ähnlich wie, wozu brauche ich Kernkraftwerke? Bei uns kommt der Strom aus der Steckdose. So war das mit den Rechenmaschinen. Wie funktioniert jetzt so eine Rechenmaschine? Und diese Rechenmaschine ist in der Tat ein kleiner Computer. Wenn ich die jetzt mal ausschalte und nehme da den Deckel ab, dann sieht man hier Elektronik. Und ich glaube, ich stecke doch lieber einen Stecker raus, bevor ich jetzt hier eine gewischt kriege. Und wenn ich jetzt hier diese Platine wegmache, dann sehe ich hier eine ganz tolle Elektronik. Ich sehe nämlich ein großes Feld mit Dioden und das ist auch ein Read-Only-Memory. Es gab zu Beginn der elektronischen Rechenmaschinen gab es zwei Typen von Rechenmaschinen. Die einen waren sozusagen hart verdrahtet. Da hat man mehr oder weniger mechanische Rechenmaschinen imitiert. Und dann gab es eine Reihe von Rechenmaschinen, die tatsächlich Computer waren, die über ein Festprogramm, das ist sozusagen die Firmware in dieser Diodenmatrix, die ist spalten- und zeilenweise angeordnet, die sind hier durchnummeriert, von 1 bis 69 und in der anderen Richtung, glaube ich, bis 24. Das ist also tatsächlich ein Festwertspeicher, in dem die Firmware dieser Maschine gespeichert ist. Nicht als integrierter Schaltkreis, die integrierten Schaltkreise, die man zur damaligen Zeit hatte, die waren viel zu niedrig integriert, um so etwas durchzuführen. Das war relativ verbreitet.
Als ich 1978 mir meinen ersten Computer gekauft hatte als Student, da habe ich noch nicht viel Geld gehabt. Das war der Interseal Sampler. Da habe ich also 400 Mark ausgegeben, um so einen Einplatinencomputer zu bauen und zu kaufen. Der war fertig aufgebaut. Und als ich den dann hatte, dann wurde mir klar, dass ich zum Betrieb dieses Computers eine Teletype gebraucht hätte. Teletypes waren zur damaligen Zeit natürlich noch im vollen Einsatz. Und da habe ich also so aus eigener Kreativität angefangen, so ein Dioden-ROM zusammenzulöten, wo ein minimales Programmchen drin ist, mit dem ich dann meinen Interseal-Sampler so ähnlich wie damals der KIM 1 über einen ausgeschlachteten Taschenrechner und ein 7-Segment-Display bedienen konnte. Das war damals sehr lustig, als es die ersten Taschenrechner gegeben hat. Da sind wir immer in den Kaufhof gegangen, haben uns so einen Taschenrechner so der 50-60 Mark-Klasse gekauft und dann haben wir die ICs ausgelötet und haben das Ding zurückgebracht, weil es nicht mehr funktioniert hat. Da müsste ich noch ein paar von diesen National Semiconductor ICs haben. Kaufhof gibt es nicht mehr. Die ganze Sache ist auch verjährt. Das kann man dann also heutzutage erzählen. Das waren so die Basteleien, die man so Ende der 70er Jahre gemacht hat. Haben wir noch mehr Dioden-ROMs irgendwo? Nee. Die Alternative, das waren dann die... Moment, wo haben wir denn noch was? Achso, eine andere Alternative solcher ROMs, die stammen aus unserem Mincal. Wir haben also diesen DITS-Rechner, Mincal 523, den der Christian reverse-engineert hat und die Firmware für diesen Mincal-Rechner, der ist in diesen ROMs eingebaut. Das sind Folien. Ich habe hier lauter Magnetkerne, die haben unten eine Erregerwicklung im unteren Stockwerk, da wird ein Stromimpuls reingespeist und oben über diesen Magnetkernen habe ich solche gedruckten Schaltungen und je nachdem, ob der Strom um diesen Magnetkern rumgeleitet wird oder an dem Magnetkern vorbei. Das kann man, wenn man sehr nah ranguckt, kann man sehen, dass es da minimale Unterbrechungen unterschiedlichster Art an den Kringeln gibt. Moment, jetzt muss ich mal gucken. Was ist jetzt gerade zu sehen? Das hier, wo mein Finger ist. Da sieht man, dass hier die Leiterbahn, die um diesen Kern rumführt, unterbrochen ist. Das heißt, der Strom geht an der Leiterbahn vorbei. Da wäre dann wahrscheinlich eine Null drin. Und Moment, jetzt muss ich hier suchen. Und an diesem Kern ist die Vorbeileitung unterbrochen. Der Strom führt um den Kern drumherum, beziehungsweise die Lesewicklung, das ist nur eine einzige Wicklung, die führt dann um den Kern drum. Da wäre dann eine 1 drin gespeichert. Das Ganze besteht aus einem dicken Paket solcher folienmäßigen Platinen. Da, wenn man die abzählt, und kann man also sich ausrechnen, wie viele Bits da drin sind. Das ist hier wiederum die Firmware dieses Mincal-Computers, genauso wie die Firmware in der Toshiba-Rechenmaschine gespeichert war. In diesem Dioden-ROM, und das ist so ein Fädelspeicher aus einem Wang 700. Das sind 2048 Worte mal 42 Bit. Das imponierende Diodenfeld da unten, das ist nur der Decoder, der eine 1 aus 2048 Dekodierung macht. Die Bits sind hier in der Form realisiert, dass entweder eine von diesen Drähten, also ich habe da 2048 Drähte, das sind diese 2048 Drähte, die führen entweder durch einen Kern, der da drin ist, durch oder an dem Kern vorbei. Auf die Weise wird dann 0 oder 1 gespeichert. So mikroprogrammierte Computer, die hatten ja dann eine relativ große Wortbreite, weil man dann eben mit jedem Bit des Mikroprogramms ein Gatter oder sonst eine Funktion geschaltet hat. Tust du das da unten rein? Eine ganz andere Geschichte oder eine nicht ganz anders, aber aus einer ganz anderen Ecke, aber sehr ähnlich aufgebaut,
ist dieser Fädelspeicher von einer Kienzle, von einem Kienzle-Computer. Da sieht man eben auch, wie die einzelnen Bits an Kernen vorbei oder durch Kerne durchgeführt werden. Und da muss man eben sagen, das ist 1969 gewesen, da hat man immer noch sowas gebaut. Und es waren also da noch gar nicht die Rede von Halbleiterspeichern. Halbleiterspeicher gab es zunächst in Form von sogenannten maskenprogrammierbaren ROMs. Ich habe jetzt hier von 1970 die Platine eines japanischen Tischrechners, der noch keinen Mikroprozessor darstellt, sondern auch ein Computer in der Art, wie dieser Toshiba-Tischrechner ist. Ich habe da ein Rechenwerk und ich habe einen Programmspeicher in Form eines maskenprogrammierten ROMs. Wo dann ebenfalls ein Mikroprogrammwort integriert ist. Das, was man heute als ROM bezeichnet, das kam erst, also dass ich hier einen einzelnen Chip habe, in dem das Programm drin steht, das kam erst mit den Mikroprozessoren auf. Da gab es dann maskenprogrammierte ROMs und Fusible Link ROMs. Und um die programmieren zu können, kommen jetzt die Programmiergeräte. Wo ist mal unser Intellect-System? Es kommt schon. Ja, es kommt prompt. Ich glaube, die Tosca ist ausgesteckt. Iskra. Nee, Tosca hatte ich zuletzt. Ach so. Die Iskra ist schon länger aus. Diese Intellect-Entwicklungssysteme, waren die Entwicklungssysteme der Firma Intel für die ersten Mikroprozessoren. Das ist ein Intellect 8-80. Wir haben auch ein Intellect 4-40. Was wir noch suchen, wäre dann natürlich ein Intellect 8 für den Intel 8008-Prozessor. Die haben... Diese Entwicklungssysteme haben noch Minicomputer nachgebaut. Allerdings waren die schon mit elektronischen Read-Write-Speichern, also das, was man heute fälschlicherweise als REM bezeichnet, aufgebaut und hatten ROMs. Und weil man damit irgendetwas entwickeln wollte, das war natürlich eine sehr teure Angelegenheit, das haben sich nur Firmen leisten können, maskenprogrammierte ROMs, da mussten sie dann die Programme auf Lochkarten, das sieht man in den alten Intel-Katalogen, da wird dann gezeigt, wie man diese Lochkarten mit dem Programm abzulochen hat. Das wurde dann an die Firma eingesandt und da wurden also bei der Fabrikation wurden die Bitmuster eingebrannt in das letzte Layer wurden die Bitmuster einprogrammiert. Ist natürlich ein Risiko, wenn man da einen Fehler gemacht hat, dann war das teuer und man konnte es natürlich nicht korrigieren. Und Intel baute dann also diese Entwicklungssysteme, die, wie gesagt, eigentlich ein sinnloses Frontpanel haben, denn letztlich werden die über eine Teletype oder eine serielle Schnittstelle bedient und da waren in das System inkorporiert ein EEPROM-Programmiergerät für die damals üblichen Intel 1702 EEPROMs. Das waren so die ersten EEPROMs, die man halbwegs im Labor programmieren konnten, allerdings mit Algorithmen, wo einem heute die Haare zu Berge stehen. Da wurden also mit Programmierspannung an die 50 Volt, die dann an allen Adressen und allen Datenleitungen angelegt werden mussten, programmiert, was so Selbstbastellösungen ziemlich aufwendig gemacht haben. Da war dann ein Monitor drin, in dem Monitor, wer noch mit MS-DOS gearbeitet hat und mit CPM und den Debugger kennt, der weiß, dass also diese Debugger
sich an diesen Monitor anlehnen und dass auch die Interrupt, diese Ein-Ausgabe-Aufrufe, die es bei CPM und MS-DOS teilweise noch gab, die beruhen auf den Programmmonitoren, die da drinne waren. Das zeigen wir jetzt aber nicht, wie das im Einzelnen geht. Immerhin haben wir auf diesem Rechner schon mal das Rolf-Dieter Klein Basic, dieses Tiny Basic vom Rolf-Dieter Klein zum Laufen gebracht, was aber auch schon wieder eine Weile her ist. Jetzt wollte sich ja nun nicht jeder so ein System kaufen. Es gab ja auch Leute, die mit anderen Prozessoren arbeiten wollten. Und jetzt kommen unsere EEPROM-Programmiergeräte. Als ich 1982 an der Uni angefangen habe, da lagen noch die Reste des ersten Hardware-Praktikumsrechners rum. Das Projekt wurde wohl nicht vollendet. Und der zweite Hardware-Praktikumsrechner mit einem 8080, da gibt es noch Exemplare, der wurde damals mit 1702 EEPROMs haben 256 Worte, 8 Bit. Programmiert und man sieht dieses abenteuerliche Programmiergerät MPU, Manual Programming Unit. Das heißt, ich muss jede Adresse über einen dieser Schalter eingeben und muss dann jeweils das Bitmuster hier einstellen und kann dann also Schritt für Schritt so ein EEPROM programmieren. Das sind dann zwei verschiedene Sockel drinne gewesen. Wenn ich also ein anderes EEPROM programmieren wollte, dann muss ich hier so einen Pin-Out-Adapter wechseln. Und da gab es dann noch andere Adapter. Das heißt, ich habe dann hier so ein mehrstöckiges Ding. Also da unten ist im Wesentlichen nur die Stromversorgung drinne und die Schalttransistoren. Das ging vielleicht bei 256 Bytes gerade noch, aber kriegst du es, ja gut, das kann man auch wieder wegtun. Ich habe dann so in langen Abenden einen Anschluss für den Centronics-Port, also für IBM-PCs, da angebastelt. Und da konnte man eine Zeit lang die 1702 EEPROMs auch noch mit dem Ding programmieren. Pass auf, dass das nicht runtersegelt, das ist dann... So, und das nächste Programmiergerät, was es denn bei uns gab im Labor, das ist jetzt, genau, ja, genau, der Nussenkasten. Mach auf, wenn es schief geht, bist du schuld. Das war lange Zeit unser Arbeitspferd in der, hier an der Informatik. Auch da wurden die EEPROMs durch Umsetzen von solchen, das PA heißt Pin-Out-Adapter und der Configurator, das sind solche ROM-Module, wo die Firmware praktisch ausgetauscht worden ist. Da sind 1702 EEPROMs drin. Und dann gab es so alle möglichen Zusätze. Dann konnte man also hier ein Terminal anschließen, dass man nicht über diese Hexadezimaltastatur Ein-Ausgabe den Code eingeben musste. Das wäre aber natürlich gegangen damit. Die Geräte, die waren mit dem Intel 4040 ausgerüstet. Irgendwo in unserem Fundus gibt es noch den Vorläufer, den M900, da müssen wir mal alte Umzugskartons auspacken. Der ist mit dem 4004 Prozessor ausgerüstet. Dann machen wir hier dann zu. Das ist also ein verhältnismäßig modernes Programmiergerät, was aber immerhin noch solche Zusatzadapter gehabt hat. Aber da war schon in der Firmware ziemlich viel drin. Und wer das noch weiß, der weiß, dass man EEPROMs mit einer UV-Lampe gelöscht hat.
Und da hat man also 5 Minuten oder 10 Minuten hat man die EEPROMs bestrahlt. Deswegen haben die ja alle diese Fensterchen gehabt. Die allerersten EEPROMs, die hat man mit dem Röntgengerät löschen müssen. Später konnte man also mit langwelligerem Licht, also mit UV-Licht löschen. Und da gab es dann immer Leute, die behauptet haben, sie hätten die EEPROMs mit der Hanau-Quarzhöhensonne ihrer Mutter löschen können. Da habe ich aber gewisse Zweifel dran, denn diese Quarzlampen, die brauchten ja einen Vorwiderstand und der Vorwiderstand, der bestand aus den Infrarotstrahlern. Deswegen haben diese Höhensonnen auch immer ziemlich viel Wärme abgegeben und ich weiß nicht, ob das die EEPROMs ausgehalten haben. Bedienung ist da etwas kryptisch, man kann sich da durchhangeln. Für die einzelnen EEPROMs gibt es dann unterschiedliche Nummerncodes, also Inter. Moment, jetzt bin ich etwas aus dem Konzept gekommen. Ja, die modernen EEPROM-Geräte, ROM-Programmiergeräte, die sind natürlich deutlich einfacher zu bedienen. Zum Schluss war es ja so, man hat so an diese typischen EEPROMs der damaligen Zeit, 2716, 2732 und 64, da hat man einfach die Adressen und die Daten angelegt und hat dann einen Programmierimpuls gegeben, noch beim 2708, der mit 3 Betriebsspannungen gearbeitet hat. Da musste man jede Zelle 25 Mal programmieren. Und zwar durfte man nicht die nacheinander programmieren, sondern musste sie alle im Kreis, den ganzen Adressraum durchlaufen, weil man sonst wahrscheinlich die Zellen thermisch überlastet hätte. Und das führte dazu, dass die Power-User, die hatten in ihrem Apple II eine Programmierkarte in der Gestalt drinne, da steckt das EEPROM drinne. Man hat den Rechner, wenn man das EEPROM programmieren wollte, hat man einen Schreibbefehl auf die EEPROM-Zelle gegeben, dann zündete ein Monoflop und hat dann also für 25 Millisekunden den Programmierimpuls angelegt und damit war diese Zelle programmiert und man konnte praktisch wie bei einem heutigen Flash-ROM in das EEPROM aus dem laufenden Programm raus was reinschreiben. Zum Löschen musste man das EEPROM natürlich auch wieder aus der Maschine entnehmen. Jetzt habe ich vorhin den Luca komplett übergangen, der war nämlich eifrig im Keller und hat eine ganz andere Art von ROMs hochgebracht, die er jetzt präsentieren soll. Bitte sehr. Es gibt ja noch andere Dinge als Digitalcomputer und es gab eine Zeit, als eben ROMs noch etwas ganz Seltsames waren. Und jetzt könnte man sich natürlich überlegen, was ist denn die einfachste Art, vielleicht ein PROM zu implementieren? Wenn man drüber nachdenkt, eigentlich relativ simpel. Man hat ganz viele Kontakte hinter einem Patch-Panel und tut dann einfach seine Programme stecken. Hier haben wir jetzt beispielsweise ein relativ kleines Patch-Panel aus irgendeinem Kartenleser, irgendwas Altem von IBM. Das Ganze gibt es dann aber auch für eine ganz andere Art von Computern, nämlich Analogcomputern. Das würde dann so aussehen. Darüber werden wir bald auch mal sprechen über Analogcomputer. Und die haben bis heute tatsächlich das Problem, dass sie solche Patch-Panel brauchen. Kann man sich überlegen, wie man die einordnen kann, aber PROM ist da doch schon eine recht treffende Bezeichnung dafür. Man kann sie auslesen, man kann sie verändern, also sehr PROMig kann man sagen. Das Ganze kann man dann natürlich noch hochskalieren, weil ich meine, was wäre die Welt, wenn man nicht größere Computer bauen möchte? Und dann haben wir hier ein größeres Patch-Panel von einem größeren IBM-System. Das ist auch sehr leicht, wie man hier bestimmt aus dem Video gut sehen kann. Und man sieht auch dieses wunderschöne Spaghetti mit IBM-Logos. Und so hat man ganz am Anfang seine Computer noch programmieren können. Und beispielsweise auch ENIAC und andere ganz frühe Computer wurden auch mit Kabeln programmiert. Und dasselbe gilt natürlich auch für Analogcomputer. Es gibt kleine, es gibt große. Hier haben wir die letzten Reste des größten Stuttgarter Analogcomputers, der RA770, das ist wahrscheinlich das letzte Überbleibsel und sehr interessant auch, das sind alles abgeschirmte Kabel, also quasi wie BNC-Kabel, um halt Analogrechner, die hier schon angeschleppt werden, damit benutzen zu können.
Für die Leute, die vergessen haben, was Analogcomputer sind, hier haben wir eines dieser Exemplare in seiner mehr oder weniger freien Wildbahn. Man hat hier auch wieder das Patchpen, in dem Fall nicht austauschbar, was natürlich ziemlich nervig ist, wenn man hier drauf immer rumpatchen muss. Das hatten hier dann beispielsweise die großen und teuren Systeme. Das würde heute ungefähr, wenn man sich's umrechnet, so 1,5 Millionen Euro kosten, System. Da hatte natürlich das Ganze dann auch ein austauschbares Patchpanel. Dahinter waren dann ganz viele vergoldete Kontakte, um damit rechnen zu können. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen, so zu arbeiten. Aber so wurden relativ viele technische Entwicklungen zustande gebracht. Ein Beispiel, was man vielleicht kennen könnte, die Ariane-Rakete wurde auf einem solchen Analogrechner simuliert, aber darüber werden wir bestimmt im November dann nochmal eine extra Folge machen. Wir sind noch nicht ganz fertig. Es geht jetzt nämlich darum, was wir das nächste Mal machen am 22. Abend des Computermuseums. Wer weiß, was das hier ist? Ich bin irgendwann im letztes Jahr im Sommer in Berlin gewesen, gehe in die Berlinische Galerie und sehe da im Eingangsbereich diesen Poster. Da habe ich gedacht, aha, das kenne ich doch. Es ist die künstlerische Bearbeitung der Z1. Man beachte, der Künstler hat die Trennung von Programmspeicher und Rechenwerk der Z1, so wie sie derzeit im Deutschen Technikmuseum in Berlin steht, beschrieben. Und ich habe die große Ehre, dass mir das Deutsche Technikmuseum in Berlin erlaubt, jetzt im August zu versuchen, diese Maschine wieder zum Laufen zu bringen. Sie steht seit Konrad Zuses Tod unter einem Glassarkophag wie Schneewittchen, und die Leute im Technikmuseum, die Kuratorin, die Eva Kudras, ist mutig genug zu sagen, mehr als das sie weiterhin nicht rechnet, kann nicht passieren. Und ich werde also im August versuchen, zunächst den linken Teil, den Speicher, wieder zum Laufen zu bringen. Wenn das funktioniert, dann mache ich mich dann auch noch an das Rechenwerk, und ich werde ab dem 22. August so mal jeden Abend vielleicht eine halbe Stunde einen Livestream über unseren Twitch-Kanal aus dem Deutschen Technikmuseum machen und werde deswegen, weil hier üblicherweise immer die Ankündigung des nächsten Abends im Museum kommt. Ja, ich werde natürlich nicht die Z1 überdecken. Könnt ein Sakrileg. Wag es nicht. Der nächste Termin, also der zweite Donnerstag im Monat, das wird dann so eine Art Vortrag halten. Dann werde ich darüber berichten, was ich da gesehen habe an der Z1, was ich ausrichten konnte und wie die Aussichten stehen, dass die Maschine jemals wieder zur Funktion kommt. Es ist also die Ankündigung, optimistisch, es kann schief gehen. Wie war das bei den Space Shuttles? Wahrscheinlichkeit 1 zu 25, dass es schief geht. Beim 25. Flug ist es schief gegangen, also da haben die Statistiker mal recht gehabt. Ich weiß nicht, wie groß die Chancen sind, die Maschine zum Leben zu erwecken, aber ich denke, ein Versuch ist es wert, und das freue ich mich auf diese Aufgabe. Ich möchte mich hier bei dem Support-Team bedanken. Wir reden. Genau, ja. Und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Schönen Abend. Tschüss.